anytime, anywhere. ABC. Start here. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Review zum PC-Spiel Lost Via Domus. Ja, wer die Serie Lost gesehen hat und vor allen Dingen denjenigen, denen die Serie ganz gut gefallen hat, der kennt vielleicht auch dieses Spiel, ist vor einigen Jahren rausgekommen, ungefähr zur selben Zeit wie als Lost in der Serie, glaube ich, in der dritten Staffel angekommen ist. Dritte oder vielleicht zweite, dritte Staffel, vielleicht vierte, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich gelungenes Spiel, wie ich finde. Und deswegen fangen wir auch gleich mal an. Es ist so, in diesem Spiel spielt man also keinen der Hauptcharaktere aus der Serie, sondern man spielt eine eigene Figur. Das ist wie so eine kleine Side-Story zur Serie und hat also mit der Handlung der eigentlichen Serie nur wenig zu tun. Man kriegt aber immer mal wieder mit im Laufe des Spielverlaufs, wie sich die Serie praktisch entwickelt oder so ein paar Ausschnitte, aber egal. Das seht ihr dann. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Intro. Bitteschön. Während man dann wartet und das lädt, gibt es dann links oben in der Ecke immer mal so ein paar Zitate aus der Serie. Aus verschiedenen Staffeln. Ich hab's ja. Sie sehen's ja bald. Ich muss nur nach Hause. Ich kann jetzt nicht reden. Ich muss jetzt gehen. Entschuldigung. Mein Herr? Meine Damen und Herren, hallo. Der Pilot hat die Anschnallzeichen eingeschaltet. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein und schnallen Sie sich an. Mein Herr, ich muss... So, da sind wir also frisch abgestürzt. Hier liegt auch noch ein Stück Trümmerteil aus dem Flugzeug. Allgemein gibt es hier aber nicht viel zu entdecken. Darin bin ich abgestürzt. Ich muss mittendrin herausgesaugt worden sein. Aber wo ist der Rest des Flugzeuges? Naja, okay. Man muss nicht alles untersuchen. Manchmal ist es aber ganz sinnvoll, dass man sich da erstmal umguckt, was ist da eigentlich, was liegt da eigentlich rum. Vielleicht ist es was, was man mitnehmen kann. So, da steht ja jemand. Okay, derjenige ist schon wieder weg. Aber es gibt auch so ein kleines Notizbuch, in dem man immer mal so ein paar Tipps und Hinweise findet. Aufgabe, suche Hilfe. Ich bin beim Absturz verwundet worden und mir ist schwindelig. Ich muss andere Überlebende und Hilfe finden. Na gut, dann laufen wir mal los. Da steht sie schon wieder. Wer war das? Sehe ich Gespenster? Okay, diese Figur wird später noch eine wichtigere Rolle spielen. Im Moment aber eigentlich nicht. Jetzt gucken wir erstmal, wo es lang geht. Ah ja, da steht Kate. Hier
Jesus, du hast mich erschreckt. Ist jemand bei dir? Okay, jetzt haben wir natürlich ein paar Auswahlmöglichkeiten, was man fragen kann. Grundsätzlich empfiehlt sich immer alles zu fragen. Wo ist das Flugzeug? Ich weiß es nicht. Und ich kann dir gerade nicht bei der Suche helfen. Ich brauche einen Arzt. Was ist los? Du siehst doch okay aus. Ich glaube, ich habe das Gedächtnis verloren. Bestimmt hast du dir den Kopf angeschlagen. Hör mal, hier ist Wasser. Nun lass mich bitte in Ruhe. Verbirgt sie etwas vor mir? Okay, es kommt eine kleine Zwischensequenz, in der man etwas machen muss, um sich an etwas zu erinnern. Aber dazu gleich mehr. So, Hilfe, rückblenden. Schießen Sie das passende Foto, um Einblick in Ihre Vergangenheit zu erhalten und sich an alles zu erinnern. Benutzen Sie den Zoom Ihrer Kamera und stellen Sie sie scharf, um das richtige Foto zu schießen. Benutzen Sie die Erinnerungsfunktion, um die Erinnerungsrückblenden noch einmal zu betrachten. Sehen Sie aufmerksam zu, denn diese enthalten den Schlüssel zu Ihrer Vergangenheit. Okay, das Ganze funktioniert so. Wir benutzen die Kamera. Möchten Sie etwas Wasser? Stellen Schärfe ein. Hier nicht, aber Sie bekommen welche während des Flugs. Und schießen ja, das Foto. Ich erinnere mich. So, und so funktioniert das eigentlich immer mal wieder. Und jetzt gucken wir uns mal die Sequenz an. Möchten Sie etwas Wasser? Haben Sie Saft? Hier nicht, aber Sie bekommen welchen während des Flugs. Auf geht's, Schätzchen. So, jetzt können wir mit der Dame reden. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ich könnte einen Whisky vertragen. Und Sie könnten mir sagen, was das soll. Das ist aufregend. Wir haben heute einen Sträfling an Bord. Muss ich mir Sorgen machen? Sie ist gut aufgehoben. Ich bringe Ihnen gleich den Whisky. Und anschnallen nicht vergessen. Soll ich Kamera und Laptop für Sie verstauen? So. Okay, das war also diese Sequenz als eine kleine Erinnerungshilfe dieser Person. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Ladevorgänge sind ein bisschen nervig zwischendurch, lässt sich aber leider nicht ändern. Kate trug Handschellen. Sie ist ein Verbrecher. So, und damit können wir jetzt wieder noch mal ein paar Fragen stellen, weil wir uns jetzt an was erinnert haben. Keine Sorge, ich sage keinem was von den Handschellen. Handschellen? Von denen, die du im Flugzeug anhattest? Ich dachte, du kannst dich an nichts mehr erinnern. Kann das nicht unter uns bleiben? Abgemacht, wenn du mir hilfst. Okay. Kennst du den Weg zur Absturzstelle? Ich habe einen Hund gesehen. Der war bestimmt im Flugzeug. Vielleicht kann er dich hinführen. Du kommst nicht mit? Da ist ein Marschall, dem ich aus dem Weg gehe. Okay. Das heißt, wir folgen jetzt dem Hund. So, im Endeffekt war das sozusagen schon das erste Level, wenn man so will. Wenn man das überhaupt als Level bezeichnen kann. Da steht er ja. Langsamer! Wir müssen einfach nur dem Hund hinterherrennen. Ich glaube, alleine würde man sich in diesem Dschungel auch völlig verlieren und sich überhaupt nicht zurechtfinden. Man kann sich übrigens auch verlaufen, dann endet das Spiel und man fängt nochmal dort an, wo man zuletzt war. Wie so eine Art Zurückspulen. Okay, jetzt wird's interessant.
Okay, auch hier nochmal der Hinweis, man könne doch Fotos machen auf der Insel, immer mal wieder, sobald man eben die Kamera gefunden hat. Aber das lassen wir mal. Okay, also alles in allem ziemlich kaputt. Hast du meinen Jungen gesehen, Walt? Nicht jetzt, Mann! Walt! Okay, also von Michael können wir uns keine Hoffnung, keine Hilfe erwarten. Locke ist auch da. Vorsichtig, das ganze Flugzeug könnte jeden Moment hochgehen. Gut, mehr als diese Info werden wir nicht finden. Okay, hier haben wir zum Beispiel eine Wasserflasche gefunden. Die könnten wir später brauchen. Da ist keiner. Elektrikkiste? Wo ist denn Jack? Ich sehe Jack überhaupt nicht. Der rannte doch immer hier rum. Nun gut. Die Schalltafel steuert den Treibstoffzufluss. Ich muss den Treibstoff vor den Funken wegleiten. So. Aber wie? Wo ist Jack? Da kommen wir nicht wirklich rum. Ja, verflixt. Ach, da ist Hugo. Das Flugzeug ist abgestürzt. Alter, wir sind auf einer einsamen Insel abgestürzt. Wir brauchen alle Hilfe. Okay, also es ist nicht wirklich was... Ah, da ist Jack. Das Benzin läuft aus. Du musst das reparieren, bevor das ganze Ding in die Luft fliegt. Verstanden? Los! Okay. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um an den Schaltfastkasten zu gehen. So, was machen wir denn jetzt? Okay, wir müssen irgendwelche komischen Teile hier reinbuxieren. Das ist zu viel Saft. Immer noch zu viel Saft. Jetzt ab. Treibstoff ist abgeschaltet. Gute Arbeit, Junge. Pass auf! Die Treibstoff. Okay. Situation gerettet. Alles in allem sehr, sehr viele Ladevorgänge. Aber jetzt am Anfang ist das auch nicht zu vermeiden, weil wir noch nicht ganz so viele Aufgaben haben. Das wird aber später wieder anders werden. Dann kann man sich länger in einem Level aufhalten und es gibt mehr zu tun und dann sind die Abstände zwischen den Ladevorgängen insgesamt etwas größer. Also so gesehen, alles halb so wild. Das ist übrigens auch ein ganz guter Hinweis, dass man immer mal mit den Personen redet, um mehr Informationen zu bekommen. Ist auch ganz wichtig, dass man das ab und zu macht. Gute Arbeit mit dem Leck. Du hast vielen das Leben gerettet. Ich bin Jack. Ich würde mich ja gerne vorstellen, aber ich kann mich nicht mehr an meinen Namen erinnern. Meine Vergangenheit ist alles weg. Ich schaue mir das mal an. Okay? Ich sehe keine Kopfverletzung. Ich würde sagen, du leidest unter einer Amnesie infolge des Absturzes. Kennst du mich? Vielleicht hast du mich im Flugzeug gesehen. Nein. Aber versuch, deine Sachen zu finden. Gepäck, Taschen. Das könnte dein Gedächtnis auffrischen. Ich
Ja, das ist alles ein bisschen seltsam, weil wenn man sich an nichts erinnern kann, wie will man dann sein eigenes Gepäck finden, nicht? Also, so gesehen, keine wirkliche logische Sache. Jetzt gucken wir mal, was da steht bei neue Aufgabe hinzugefügt. Finde etwas, was mir gehört. Jack hat vorgeschlagen, an der Absturzstelle nach persönlichen Gegenständen zu suchen. Jeder vertraute Gegenstand könnte mir dabei helfen, mein Gedächtnis aufzufrischen. Ja, okay. Also, ihr seht schon, man muss nicht jedes Mal diese komische Aufgaben-Dingsbums da durchlesen. So, eine ganze Menge Koffer. Das ist auch ganz nett gemacht, das ist nämlich die Begrenzung. Also, weiter als hier kann ich nicht gehen am Strand. Irgendwo muss das Spiel ja auch seine, oder das, die Welt halt auch ihre Grenzen haben, ne? So, aber hier liegen immer mal Papayas rum oder irgendwelche Früchte, Kokosnüsse oder sowas. Ja, die nehmen wir uns doch. Genauso wie die hier. Da liegt ein Koffer rum, da komme ich aber nicht dran. Ach, da ist Kate. Eine CD. Drive Shaft, you're all everybody. An den Song erinnere ich mich, aber nicht an meinen eigenen Namen. Hm. Ah, Koffer untersuchen. Hier war schon jemand anders. Tja. Finde die Musik auch sehr klasse dazu. Ah ja, übrigens, hier ist wieder unser Schaltkasten. Und diese Teile hier kann man sich mitnehmen, weil jetzt brauchen wir sie ja nicht mehr. Also nehme ich doch alles mit, was ich mitnehmen kann. Vielleicht hat das ja einen Tauschwert oder man braucht es später nochmal. Oh, wen haben wir denn da? Sawyer ist da. Geh weiter, du Penner. Kein Interesse. Freundlich wie immer. Ja, siehst du das Riesenflugzeug aus dem Sand ragen? Sieh da mal nach. Okay, Sawyer ist im Moment auch überhaupt nicht gesprächsbereit. Dann sammeln wir einfach weiter Kokosnüsse. Ach, wer sitzt denn da? Sun. Jebal, 저리 가세요. 아니에요. 전 당신을 만난 적이 없어요. Gut, also mit Sun können wir auch nicht wirklich reden. Und hier gibt es auch nicht wirklich was zu holen, aber da hinten geht es ja noch ein Stück weiter. Da ist noch eine Kokosnuss und auch eingepackt. Ah, mein Rucksack. Verdammt, er ist leer. Scheinbar hat ihn schon jemand durchwühlt. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Seht mal, jemand wird angegriffen. Hey, lass ihn in Ruhe. Erst vernichte ich das Foto und dann leg ich dich um. Okay, recht böse. Damit endet Folge 1 unseres kleinen Videos. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Bis dann.